Das ist ja alles sehr schwierig. Zunächst hat der Anwalt uns empfohlen, Ihnen unsere Arbeit anzubieten. Da Sie ja nun Generalbevollmächtigter sind, müssen Sie die Entscheidungen treffen. Und wenn Sie irgendetwas wissen möchten, geben wir Ihnen jederzeit gern Auskünfte. Das hörte er gern. Und schon stand das Mädchen vom Studentenschnelldienst in der Tür. Mit stolz geschwellter Brust ging er mit ihr ins Sekretariat, wies sie in ihre neue Aufgabe ein. So, sind wir daher verantwortlich, dass man hier keine von denen Telefonien tut, wann ich jetzt fort bin. Schreibe sie alle Gespräche ganz genau auf. Ich bin dann pünktlich um 2:30 wieder da. Die neue Unterbevollmächtigte verstand nur Bahnhof. Aber wir nickten ihr aufmunternd zu. Sie setzte sich schulterzuckend neben das Telefon. Als Kurzhals gegangen war, sagte ich zu ihr: Wir erklären dir das später. Hier hast du etwas zu lesen. Mach dir einen Lenz. Ich gab ihr Kerouac, Engel, Kiff und neue Länder. Sie klappte das Buch auf, notierte zwischendurch pflichteifrig die Anrufe und vertröstete alle auf 2:30. Pünktlich nahm Kurzhals wieder seinen Platz im Verlagsbüro ein. Jetzt brachen die Nachfragen über ihn herein. Druckereien, Anzeigenabteilungen von Zeitungen, ungeduldige Besteller zuhauf, Buchhändler und Privatleute, die seit 18 Tagen auf das Olympia-Press-Porno warteten. Feixend hörte ich, wie er nebenan mit zunehmender Verzweiflung in den Hörer japste: Da kann ich Ihnen im Moment keine Auskunft geben. Dann kam er mit hochrotem Kopf zu mir ins Zimmer. Da fragte Druckerei nach der Revision, oder? Da möcht einer wisse, wann dann endlich die Schuld herauskomme. Bra, 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 betete ich ihm die Ankunft runter. Er dackelte wieder zurück, stammelte irgendetwas ins Telefon. Nach einer Dreiviertelstunde war die Luft raus aus dem wichtigen Gummipeter. Er verlor die Nerven. Tja, Kurzhals, bedauerte ich ihn in gleißnerischer Freundlichkeit. So wird es vielleicht noch 2 Wochen gehen. Bis der Herr Melzer wiederkommt, werden Sie die ganze Zeit hier sitzen und sich bei uns erkundigen müssen. Ich verstehe ja, Sie haben keine Ahnung, sind eben Steuerbevollmächtigter und Buchhaltungsfachmann. Aber wenn Sie nicht telefonieren dürfen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als selbst die Auskünfte zu geben. Ich frage mich allerdings, wie Sie das mit der Arbeit in Ihrem Steuerbüro vereinbaren wollen. Da hatte ich den richtigen Nerv getroffen. Heieieiei. Ich hab so wichtige Termine. Also ich war's ja auch nicht.
wie das gehe soll. Ei, was hat der Melzer sich denn bloß dabei gedacht? Das Ekel fing tatsächlich an, sich bei mir über Josef zu beschweren, in dessen Auftrag er mir vor ein paar Stunden fristlos gekündigt hatte. Ja, und demnächst natürlich bis zum bitteren Ende die Märzgeschichte von Dirk Schröder.